Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Die Dinge scheinen jetzt so langsam zusammenzukommen. Jack Kelso ist unterwegs, um den vermeintlichen Kammerjäger zu finden, also der verrückt gewordene, der mit Fontaine zusammengearbeitet hat oder der Handlanger von Fontaine war und sich dann verselbstständigt hat. Im Übrigen heißt das auch, dass es natürlich nicht Chapman war, den wir zwischenzeitlich verdächtigt haben und den wir erschossen haben, weil er abgehauen ist. Ja, hat es also mal wieder einen Unschuldigen erwischt. Ja, das ist die Sache von Kelso, während wir jetzt hier in der Villa von Fontaine sind, wo der eben von diesem verrückten Typen umgebracht wurde. Und ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht finden wir jetzt noch entscheidende Beweise für diese ganze kriminellen, Machenschaften. Wir gucken, was es hier so alles gibt. Okay, das ist das Sekretariat. Wir gehen durch hier in sein Büro. Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Alles klar. Als allererstes interessiert mich die letzte Ausgabe der Zeitung, die wir uns hier mal anschauen. Das Gesicht des Fortschritts, Bürgermeister über Baulöwe Leland Monroe. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down? Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them! Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso, who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. And have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of Jack Kelso. Okay, Kelso auf jeden Fall noch in Gefahr. Ansonsten, der Plan, den Verrückten loszuwerden, hat nicht ganz geklappt. Ich bin mal gespannt, wie das mit Monroe und dem Bürgermeister noch ausgeht. Ich wette mal, wir haben alle Zeitungen übrigens gesehen, dass dem Bürgermeister nichts widerfahren wird. Aber wir gucken mal. So, was gibt's hier alles zu gucken? Unten ist eine Liste der Grundstücke, die sie angefordert hatten. Mein Bekannter hat jedes davon besucht und gründlich begutachtet. Seinem Bericht zufolge muss ich davon ausgehen, dass die Familienbewohner bei ihrer Umsiedlung keine Unterstützung mehr benötigen. Beste Grüße, Dr. Harlan Fontaine. Okay, das ist ein Schreiben an Leland. Das heißt, warte mal, verstehe ich das richtig? Das ist der Grundstücke, die sie angefordert hatten. Ah ja, okay, das meint quasi diese Brandstiftung, ne? Sein Bekannter, ne? Alles klar. Etwas zynisch formuliert. Und hier haben wir die Liste derjenigen, die vermutlich halt nicht ausziehen wollten. Belastung, sprechen Sie mit Curtis. Harlan, das war nicht unsere Abmachung. Ihr Bekannter geht zu weit. Bekommen Sie ihn unter Kontrolle. Oder ich muss Maßnahmen einleiten. Naja. Okay, das sind ja eindeutige Unterlagen. So, psychiatrischer Bericht von Dr. Harlan Fontaine, beratender Psychotherapeut im Fall von unlesbar. Zustand des Patientenbehandlung, Beobachtung fortlaufend. Persönlicher Hintergrund. Der Patient wurde in eine Farmpächterfamilie in Oklahoma geboren. Erfolglose Ernten während des Dust Bowl in den 30er Jahren zwangen die Familie in Richtung Westen, nach Kalifornien zu ziehen.
Es wäre jetzt interessant zu wissen, um wen es geht. Die Mutter und der jüngere Bruder des Patienten starben den Hungertod während der Reise. Ah, das könnte der Verrückte sein. Der Vater des Patienten fand Arbeit als Stuntman in billig produzierten Cowboy-Filmen. Der Patient sollte der gleichen Karrierelaufbahn folgen, aber seine reservierte Mimik und körperliche Unbeholfenheit erwiesen sich als problematisch. Der Patient machte eine Ausbildung als Gasinstallateur und zeigte maschinelle Begabung, wurde aber von den Marines eingezogen, als der Krieg anfing. Er diente als unlesbar bis zu einem Vorfall unlesbar. Der Vater des Patienten starb im November 1945. Der Patient kehrte vom Dienst zurück und wohnte allein im Haus, das Vater und Sohn einst teilten. Alles klar, ja, das ist der Typ, der jetzt völlig durchdreht, der außer Kontrolle geraten ist. Art der Erkrankung. Als der Patient von diesem Arzt übernommen wurde, litt er an akuter Kriegsneurose, die sich in sensorischen Rückblenden, gestörter Aufmerksamkeit und Schlafstörungen manifestierte. Der Patient beschrieb Symptome wie zum Beispiel Beeinträchtigung der Sicht, Kopfschmerzen, Tachypnoe, Tachykardie und exzessives Schwitzen. Der Patient erlebte Phantomschmerzen im Wachzustand und extreme Albträume im Schlaf. Der Patient konnte Erinnerungen von der Realität nicht unterscheiden und hatte häufige Rückfälle in das Trauma des unlesbar. Während frühen Diagnosen gab der Patient eine krankhafte Angst vor und eine tiefe Faszination mit Feuer zu. Schlussfolgerung: Es wurde entschieden, dass sich der Patient in einem fortgeschrittenen Zustand der Katatonie befindet, welcher nicht nur durch Psychotherapie überwunden werden kann. Behandlungsverlauf: Der Patient begann eine Behandlung mit Medikamenten in Verbindung mit klinischer Hypnotherapie. Sitzungen waren anfangs einmal alle 2 Wochen geplant. Es wurde Morphium-Tartrat-Lösung, unlesbar CC in unlesbaren Dosen verabreicht, um Angstzuständen während der Applikation hypnotischer blablabla und verbaler Suggestionstechniken entgegenzuwirken. Die Behandlung war zuerst wirkungslos. Der Patient konnte keine Änderungen in der Häufigkeit und der Stärke der Rückblenden und Kopfschmerzen melden. Zusätzliche 2-stündige Sitzungen wurden angesetzt, um tiefere Sedierung, Morphium-Tartrat-Lösung und erhöhtes Ansprechen zu bewirken. Ich habe eine ganz krasse Ahnung, aber dazu kommen wir gleich. Der Patient verspürte eine leichte Reduzierung der physischen Symptome, wurde aber sehr anfällig für Suggestion und Ideenbildung. Infolgedessen wurde der Patient wiederholt in dieser Klinik behalten, um zu verhindern, dass er sich selbst oder andere verletzt. Zusätzliche Medikamente wurden verschrieben und Sitzungen wurden alle 3 bis 4 Tage angesetzt. Entspannungsübungen wurden durchgeführt, in denen der Patient in einer kontrollierten Umgebung der Patient meldete einen Konflikt zwischen Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Gefühlen der Gelassenheit, hervorgerufen durch spezielle freiwillige Tätigkeiten, die er auf Anraten seines Arztes durchführte. Prognose: Der Patient kämpft mit Wahnvorstellungen und paranoid-schizoiden Tendenzen und schafft es, mit der Hilfe von Medikamententherapie diese unter Kontrolle zu halten. Es ist jedoch die Meinung dieses Arztes, dass jegliches Nachlassen dieser Behandlung gefährlich wäre. Ohne kontinuierliche Unterstützung könnte der Patient zurück in die Krallen seiner vielen Dämonen fallen und in einen neuen unsozialen Zustand der Psychopathie verfallen. Unterschrift Dr. Harlan Fontaine. Puh, okay, das ist also definitiv der Typ, den Jack Calzo jetzt sucht. Und was ich jetzt interessant finde, erinnert ihr euch noch an den ganz am Anfang, an eine der ersten, glaube ich, Zeitungsgeschichten, die wir gesehen haben? Da haben wir Courtney Sheldon gesehen, der zu Fontaine kam und ihn gebeten hat, dass dieser sich um einen Freund kümmern soll, der irgendwie riesige Probleme wegen Kriegstraumata hat. Und dafür sollte Sheldon dann irgendwie für Fontaine arbeiten oder sowas. Und ich glaube, das ist dieser Freund. Und wenn dem so ist, dann gibt es möglicherweise auch eine Verbindung zwischen diesem Typen und Cole Phelps.
weil die ja alle irgendwie in derselben Einheit waren oder so. Und möglicherweise ist das ja der Typ, der mit dem Flammenwerfer da in die Höhlen gegangen ist, weil er irgendwie mit Feuer da irgendwie so einen Trigger hat. Das könnte vielleicht sein. Schauen wir mal. Könnte also sein, dass Phelps den noch, und Kelso ja auch, dass die den kennen. Das wäre krass. Aber vielleicht gehe ich jetzt zu weit in meiner Spekulation. Was haben wir hier? Ja, okay. Da ist er reingelaufen. Ist jetzt nicht ganz so spannend. Ist da auf dem Tisch allerdings noch was Interessantes? Außer der Zeitung. Good doctor has been marking this map. Aha. Die übliche Schraffierkunst. So, haben wir jetzt nicht das Entscheidende gesehen? Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. Natürlich. How come? Okay, warte mal. Ich glaube, das sind die ganzen Bauprojekte und wir sehen, dass diese Autobahn genau da lang führen soll, wo diese Bauprojekte sind, um den optimalen Anschluss zu gewähren. Wobei ich immer noch nicht ganz kapiere, wollten die jetzt nur Versicherungsbetrug machen oder wollen die da wirklich bauen? Ah, jetzt wird's klar. New houses all being built on the path of the freeway? Ach so, die wollten das dann verkaufen an die Freeway-Gesellschaft. Die wollten einerseits das Geld machen, um die Versicherungsbetrug quasi oder die Versicherungssummen einzustreichen und dann noch die Grundstücke für die Autobahn wieder verkaufen. Wow. Wow. Was ist das überhaupt für eine Straßenführung direkt durch die Stadt? Oh Gott, ja, gut, das ist Amerika. So, warte mal. Kann man das nicht alles jetzt irgendwie übereinander legen? Oder verpasse ich jetzt hier irgendwie noch was? Ich würde jetzt gerne das oben auch noch auflegen, aber es ist Quatsch, ne? Ne, hier scheint es jetzt nichts mehr zu geben, was ich hier sinnvoll machen kann. Aber auf jeden Fall nochmal ein wichtiges Puzzlestein. So much for your foresight, Doctor. Das Teil cool ist hier auch direkt nochmal ein Hinweis. Ja gut, das hatten wir schon. Okay, stopp, stopp, stopp. Die Leiche müssen wir uns natürlich jetzt erstmal nochmal angucken. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. So kann man es auch zusammenfassen. Keine Auffälligkeiten hier. Ah, was hat er da noch? Feuerzeug? IH? Gut, mehr gibt's hier nicht. Jackentaschen hat er nicht. Okay, soweit. Aber gibt's möglicherweise noch mehr zu finden? Aufgeschlagene Bücher, die jetzt wenig relevant sind. Das tut so, als wäre das neu, aber es ist ja eigentlich nicht neu. Gehen noch mal hier raus, vielleicht finden wir auch noch was. Spuren. Oder ähnliches. Ist hier eine tote Ratte? Das sieht so aus, ne?
Hier scheint irgendwie nichts Relevantes zu sein. Aber irgendeine Spur haben wir übersehen. Das wollen wir nicht. So eine schöne Veranda. Ja, okay. Gucken wir uns die Nebenräume hier nochmal an. Gehört der auch dazu? Aha. It would take a smarter man than me to connect that. Das ist es nicht. Okay, alles klar. Das gleiche Zeug. Aus Armeebeständen, ne? Oder? Nee. Na gut, dass er Morphium hat, ist jetzt wahrscheinlich. Looks like Fontaine has finally dispensed his last. Nicht so speziell. So, gibt es hier bei der Sekretärin noch was Interessantes zu sehen? Der Brief offenbar nicht. Hier auch nicht. Okay. Irgendwas haben wir übersehen. Was? Da geht's raus. Gucken wir hier nochmal im Aufenthaltsraum. Schachspiel, Wasser. Noch eine Zeitung. Noch eine Zeitung. Hier ist nichts. Wo führt diese Tür hier hin? Auch nach draußen. Auf die Seite. Ist möglicherweise doch auf dem Grundstück noch was? Nicht wirklich. So, ich gehe nochmal zurück hier. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Dieses Pochen. Ah, es könnte sein, dass noch möchte, dass ich irgendwo raufpoche. Fontaine was having the houses burned from Monroe. Ja gut, das habe ich auch verstanden. Okay, ich habe bloß nicht raufgepocht. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor lost control. Okay, alles klar. Dann hoffe ich jetzt mal, dass das Raufpochen das Entscheidende jetzt nochmal gewesen ist. Ah ja, tatsächlich. Jack was wrong. Not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with a new house sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. Ah. And they're worth nothing. Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie Cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Okay. Gut, also es ist dann doch nicht ganz so, wie ich vermutet habe. Ranch-Baracke. Es ist nicht doppelt der Betrug, sondern es geht eigentlich um die Autobahn. Und die Sache mit dem Feuer ist nur eskaliert wegen dieses Typen. Und ob das jetzt hier die beste Idee ist? Na danke. Oh, wie ich es hasse. Da müssen wir jetzt rein. Rancho Rincon untersuchen. Oh Gott, großartig. Ach Gott. Bitte. Ja, da ist auch schön Licht an. Der Typ ist auch da. Guess nobody's home. Ja. Was war das? Ich hab irgendwas gehört. Da war doch was. Ja, jetzt weiß er natürlich, dass wir da sind. Gut, wir haben angeklopft, aber das war jetzt nochmal lauter. Boah, ist ja widerlich.
hasse so eine Psychopathen absteigen. Insektenmittel. Aber wer weiß, nach meiner These könnten sie sich ja kennen. Vielleicht ist ja irgendwie noch ein friedliches Handeln möglich. Da hängt noch eine Waffe. Hier sitzt er immer. Okay. Wir gehen mal Raum für Raum ab. Nein, ich wollte noch nicht in den Nebenraum. Okay. Das haben wir schon mal gesehen. Aber das gucken wir uns gleich an. Wir bleiben erstmal noch hier. Aha, da haben wir so ein Gasventil. Kelso kann damit vielleicht nicht so viel anfangen. Okay, da sind wir reingekommen. Na gut, dann gehen wir erstmal in den Raum hier. Bügelbrett. Waschschleuder. Wenn es die Werbe... Naja, alles klar. Die Werbeflyer, die... Lotteriescheine da quasi. Das Gewinnspiel oder was das war. Allerdings abgerissen. Oder war in diesem... Quite a flock you got here, kid. In der Tat. Was hat er da für einen Plan? L.A. River Tunnels? Okay. What? The River Tunnels. This guy's a tunnel rat. Oh nee, nicht schon wieder. Warum? Nicht schon wieder eine Verfolgungsjagd irgendwo. A strange obsession. In Tunneln und Kellern. Wir hatten das schon beim Black Dahlia-Typen. So, erkennt er sich selbst vielleicht? Ja! Ja, da ist Phelps. Meine These war richtig. Jesus Christ, I know every one of them. Krass. Ich lag richtig. Wow. Okay, das gibt zumindest Hoffnung, dass vielleicht wir an ihn rankommen. Wäre nur sinnvoll, wenn Kelso und Phelps sich irgendwie zusammentun würden. Und da ist wieder die Spirale. Dusche hat er auch. Was will man mehr? Es gab auf der anderen Seite noch Türen und Nebenräume. Gehen wir da nochmal gucken. Halt, hier waren wir auch noch nicht, ne? Warte mal kurz. Wir hatten das untersucht, sind da kurz reingegangen, aber hier waren wir auch noch nicht. Wobei doch. Stopp. Ich hatte das falsch gesehen. Das hat man nämlich noch gar nicht untersucht. Hier waren wir reingekommen. Okay, alles klar. Und den Teil hatten wir noch nicht. Ah ja. Und das ist der Flammenwerfer. Most guys bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Oh mein Gott, meine gesamte These geht auf. Krass. Oh my God, Ira. You poor backwards son of a bitch. Ira. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Okay. Wahrscheinlich wir 8:30 Uhr. KGP, I'm calling car 11K, 11 King, come in.
Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the Alley River tunnel system with a hostage. 11K, handle code 3. Roger that. The hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for us. We need to get there first. All units on all frequencies, stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. I picked up his car. I'll need help to make it to the river. Okay, und wir helfen ihm jetzt. That's Kelso's car. Okay. All units, Chief Morrow reports that the suspect is armed and extremely dangerous. Repeat, extremely dangerous. Suspect vehicle to be disabled immediately. If necessary, use of deadly force is authorized. Suspect vehicle headed west on Fifth Street. Repeat, the Chevy Fleetline Navy Blue. Okay, wir müssen den anderen abhalten, oder was? Okay, das war jetzt nicht so clever. Shit! Oh mein Gott. Gleich versagt. All units, all units. We have a new suspect vehicle. It is shot number 13516. Repeating, shop 13516 is a second suspect vehicle, described as a green Hudson Commodore, license 3SAM0102. Naja, Kelso kommt auf jeden Fall im Moment gut durch. Use caution and continue pursuit. All units, stand by for further. All units, suspect vehicle sighted heading northeast toward 3rd Street. There's on the embankment between 3rd and 4th. All units, suspect vehicle is now northbound on Los Angeles, passing 2nd Street. Car 66 Adam, 77 Adam, go to 1st and Alameda. Car 19 William, go to 1st and Vegas. So, jetzt haben wir Kelso wieder vor uns. Units to handle, identify, code 3. Er ist schon ziemlich angeschlagen, aber jetzt nehmen wir die Schüsse auf. Jesus Christ, how many cops do these guys own? So, Kelso, du schaffst es. Further to the 2nd suspect vehicle, shop 516, Chief Warren has authorized the use of deadly force. Erschienen ihm ansonsten ein bisschen anders. So. Oh. Ah, verdammt. Oh nein, Kelso. Fahr weiter. Scheiße. Ah. Okay. Gar nicht so einfach. Ja, der eine Fehler, der war's. Versuchen wir es nochmal. Logischerweise. Aber Prinzip jetzt verstanden. All units, Chief Morrow reports that the suspect is armed and extremely dangerous. Repeat, extremely dangerous. Suspect vehicle will be disabled immediately. If necessary, use of deadly force is authorized. So. Auto sieht noch gut aus. Kelso ist vor uns. Na, wow. Shit, 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 komm, komm. All units, all units. We have a new suspect vehicle. It is shop number 13516. Repeating, shop 13516 is a second suspect vehicle. Described as a green Hudson Commodore. License 3SAM0102. Reported to be aiding suspect Jack Kelso. Use caution and continue pursuit. Sein Auto sieht stabil aus. Wir sind hinter ihm. Nehmen die Schüsse quasi ab. Oh. Ja, okay. Ja, okay. How many cops do these guys own? Oh nein. Der kriegt sie. All units,
further to the second suspect vehicle, shop 13516. Chief Wall has authorized the use of deadly force. Use of deadly force is authorized to disabling both suspect vehicles. So, Kerl, so fahr. Ich hab den Weg freigemacht. Oh Gott, da ist nicht mehr viel dran an seinem Auto. Kriegt er das noch hin? Wie weit müssen wir noch? Sieht irgendwie so aus, als wären wir da, oder? Oder zumindest in der Nähe. Haben wir es geschafft? Ja, gut. Who is this guy? Peterson, Assistant DA. What's he doing? He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his failsafe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Stop right where you are! Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? And working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new Brome Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Okay, wir müssen hier durch. So, jetzt ist die Frage. Oh. Okay. Ich dachte. Okay, alles klar. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, wir verfolgen jetzt nur den Wahnsinnigen, aber da sind noch die anderen Typen drin. Nicht gut. Ja, geht nicht zurück. That was a $12 hat. Am besten müssten, bräuchten wir deren Waffe. Genau. Ja. Ich hab doch schon geschossen. You want me? You got it. Real clever actor. So, hier vorne. Gut. Sehen, wie viel Munition wir noch haben. Keep on going, Jack. Gehen wir mal geradeaus oder gibt es hier noch abweichende Routen? Oh Gott, es geht noch links und rechts weg. Wo geht's da hin? Ende? Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Dann. Oh, was ist das? Ah! Das ist der Typ mit seinem... Oh mein Gott. Mit seinem Flammenwerfer. Ernsthaft. Wir rüberspringen. Christ, just missed.
Ich hoffe mal, das war nicht Phelps. Eyes open. He's around here somewhere. Okay, hier ist jemand. Oh mein Gott. Aber wo? How long do you think you can hold out? Shit. Musst du nachladen? Ich stehe schlecht. Yes, he's dead. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall irgendwie Munitionsauswahl. Die Pumpgun gefällt mir aber auch ganz gut. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir wechseln. Mach ich mal. Aber wo jetzt lang? Hier. Stehe. Naja. Das ist gar kein Pumpgun, das ist Soundsturm hier. Bloß ein besseres vielleicht. Gott! Alter! Surrounded and your buddies are dead. So, wir wissen, der ist da. Wir müssen da irgendwie rüber. You can walk out of here or go out in the box. Right there. Your choice. Aber wie kommen wir da rüber? Hä? Sehen wir eine Leiter? Eyes open. He's around here somewhere. Können wir runterspringen? Ne, wir müssen wahrscheinlich weiter hier, ne? You want me? You got it. Aber hier geht's nicht weiter. Okay, da kommen wir nicht runter. Können wir runterspringen? Geht nicht. Okay, irgendwas habe ich übersehen. Light 'em up. How long do you think you can hold out? Können wir hier rüber und an der Seite balancieren? Geht auch nicht. No, he's there, right there. Kill him. Okay, hier geht's runter, alles klar. This is what I'm doing. I'm gonna put holes in you, asshole! Ich denke mal, aus Versehen treffe ich Cole. Der ja im One ist da reingegangen. Gut. Running low. Ja. Aber hier. Almost out! Need a new weapon! Ja, alles klar, dann nimm die mal. Das ist jetzt ein normales Gewehr. Flammenwerfer.
Okay. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das so die beste Waffe ist. Was? The water's rising. Ach so. Shit. Wo muss ich hin? Und was soll ich jetzt mit dem Flammenwerfer? Ja, komm, geh. Er geht irgendwie nicht. Ach so, weil hier... Okay, das ist irgendwie... Was soll der Flammenwerfer jetzt mir helfen? Und vor allem, wo muss ich hin? Dahin ist eine Leiter, ich sehe es. Ich komme aber... Ich sehe... Oh, was... Ah, ich muss da über die Brücke jetzt. Ich hab's. Wir hätten das Gewehr nehmen sollen. Der Flammenwerfer nutzt uns hier echt gar nichts. So, dahin muss ich hin. Komm, komm, komm. You can walk out of here or go out in a box. Your choice. Oh Gott. Ah. Wir könnten die Waffe wechseln. Aber irgendwie ist es auch badass. Das muss natürlich auch funktionieren. Ja, auf Long Range ist es einfach nicht gut. Komm ich da nicht rüber? Ah! Okay, ich muss von dort in die Mitte. Auch nicht. Dann müsste es, glaube ich, hier weitergehen, oder? Are you okay, Princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. You remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. Her. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the Sixth on Sugarloaf, weren't you? I was. And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom! War's over, soldier! I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No, I don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him get it back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Biggs will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole!
What do we do, Lieutenant? Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps. Get your own fucking hands dirty. I'm out of morphine. Put these people out of their pain. Now! That's an order! Everyone out of here now! Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapon team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here, do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. He killed that man! He was doing him a favor, Elsa. Cole, up here! I'll get this grenade. Hurry, hurry! The water is rising! You're first! Hand her up! Get out of here! You're not here! I'm not arguing! You're wounded, Jack! Let me help! What are you waiting for? Jump, Cole! Jump for it! We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine. You belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon, Leland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized the need to remove the odd bad apple from a department made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. Wow. Was für ein Ende. Ja, liebe Freunde. Wie gewohnt werde ich das jetzt erstmal alles ein bisschen sacken lassen. Das könnt ihr auch tun. Wie gewohnt werde ich nochmal ein bisschen meine Gedanken zusammenfassen über dieses Spiel, ein Fazit ziehen, aber das mache ich nicht jetzt, sondern in einem gesonderten Video.
das dann auch in Kürze erscheinen wird. Aus Respekt vor den Entwicklern dieses Spiels, auch das wie gewohnt, werde ich jetzt diese Credits hier ohne weitere Kommentierung durchlaufen lassen und bedanke mich bei euch für eure Begleitung dieses Let's Plays. Ja, wir sehen uns beim Fazitvideo und oder bei einem der nächsten Projekte wieder oder hören uns wieder. Make a plea, 'cause baby, you know.
You felt the flames in me. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song. When I'm burning up for you. How about this for a headline? Guess which former 6th Marine hero has been promoted in the LAPD? No idea. Well, could be anybody. You give up? Tell us or hand over the fucking paper. The Shadow Boys. Our very own Silver Star winning son of a bitch. Phelps? He didn't die, Jack. He did just fine, and that's all we're going to say about it, right? The one and only. Look at this picture. Golden Boy getting his badge, wife and kids in tow, and looking awful humble in the process. Well, he's set, phony bastard. I wonder if they've been holding my job for me after all this time. What job was that? Mechanic. Ain't you seen all the war bond movies, Sarge? All the best mechanics is women. You're gonna have to work as a gigolo from here on in. I was a bus driver in Santa Cruz. No pictures in the papers or medals for me, though. I can't believe I just went through Petaluma and Okinawa just to go back to being a washing machine mechanic. How is it that jerks like Phelps get it all? It doesn't have to be that way, guys. What are you talking about? It's always gonna be that way. Do you have any idea what you guys are sitting on? Yeah, a ship full of army surplus. You're sitting on surplus morphine. 2 tons of it. Can you imagine what that's worth on the streets? Hundreds of thousands of dollars. You're shitting me. I'm not. You're talking about stealing it? Keep your voice down. Do you want to have us all thrown in the brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. What is that supposed to mean? It means I want the guys who fought for a better future to get some share of it. You interested, Jack? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone
or no one, boys. I'm not having a bar of it, Courtney. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. I thought you wanted to try for medical school. So what do you want, Jack? What's the future got in store for you? You guys were all heroes in the war. Every single one of you. Even if your next door neighbor or your wife never know it and don't give a rat's ass. Fuck belts and medals and citations and parades. Fuck the public who are bored with returning GIs. I have nothing but respect for what you guys and the rest of the Sixth have done. You go through with this, and you'll be nothing to me. Wow. Wie cool. Da hat es sich ja direkt nochmal gelohnt, dran zu bleiben. Sehr schön, da haben wir nochmal den entscheidenden Moment mitbekommen, wie Courtney Sheldon ja, auf die Idee gekommen ist oder die anderen überzeugt hat, außer Kelso. Insofern, Phelps und Kelso unterscheiden sich vielleicht gar nicht so sehr in bestimmten Punkten. Und die Zusammenfassung, die er da gebracht hat, ich war nie sein Feind, trifft es, glaube ich, in diesem Falle sehr, sehr gut. Nun ja, alles weitere in meinem kleinen Fazitvideo. Macht's gut, euer Steinwallen.